Hab ich? Ich habe das abgelegt, ja, ne? Ja. Okay, gucke gerade mal. Wie würde das aussehen, wenn ich hier zum Beispiel das damit reinmische? Gar nicht so schlecht, ne? Ich glaube, ich baue aber erstmal das Grundgerüst auf. Weil hier könnte man sogar ein Fenster lassen, ne? Kleines Seitenfenster. Geil. Da vielleicht ein größeres Fenster. Weil da könnte auch eine Tür hin, theoretisch, ne? Theoretisch. Aber brauche ich eine Hintertür? Das ist fragwürdig. Was habe ich denn da gemacht? Ich glaube, das war so geplant. Ja, okay, bevor wir jetzt hier weitermachen. Die Villager. Ach, sind zwei. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der eine weg? Ne, du. Ich kopiere mir Geld, bitte, bitte, wie es mir gefällt. Wieso will der das nur dreimal machen? Das ist absolut frech. Komm, nochmal. Nice. Nice, das ist dieselbe, die ich schon hab. Dieselbe, die gleiche. Ne, man kennt ihn. Jetzt habe ich natürlich keine Gelder mehr. Ich würde ihn eigentlich gerne infizieren, dass ich das besser lösen kann hier. Vielleicht sollte ich das machen, dass ich ihn irgendwie absplitte. Weißt du was? Folgendes. Die Äxte. Die Äxte kommen in den Müll. Genauso wie die ganzen Sachen hier in den Müll kommen. Wird eh nie wieder benutzt. So. Das hier. Das wollte ich nicht. Wobei die Holzhacke könnte ich behalten. So, weißt du, erste Spitzhacke. Kann man an die Wand hängen. Hängt man über den Kamin, ist gut. So. Huch. Naja, das war gar nicht mal falsch. So. Ja, jetzt ist die Frage, wie mache ich das am besten? Ich könnte hingehen. Ich könnte hingehen und ihm hier seine einzelne Zelle bauen. Sekunde. Komm, renn durch. Ich weiß, dass du es willst. Ich weiß, dass du die Freiheit siehst. Nein, du nicht. Du nicht. Nur du. Du kriegst deine Arbeitsstation nur von der anderen Seite. Komm. So. Komm schon. Ich weiß, dass du es willst. Huh.
komm. Warum gehst du jetzt dahin? Ja, nice. Nein, bleib da. Gut. Okay, und du gehst jetzt bitte zurück. Komm schon. Doch, kann man theoretisch entzaubern, aber das lohnt sich, finde ich, nicht. So, komm, jetzt geh da wieder rein. Alter, sei doch nicht so ein Sturochse hier. Geh jetzt wieder in deine Zelle. Geh rein. Du gehst jetzt wieder rein. Ja? Geh in die Zelle. Was für eine Aktion, Alter. Okay. Mache ich jetzt so, dass die Zombies da nicht so leicht rankommen können. Ne? Ich mache da eine Fackel rein, dass hier nichts spawnen kann hinter ihm. Perfekt. So. Das ist der Geldautomat. Und der andere Typ, ne, den können wir jetzt infizieren. So. Dann kann ich das vielleicht ein bisschen billiger machen. So, die Dinger brauchen wir. Weil das da kann offen bleiben, dass ich da besseren Zugriff habe, um ihn hier reinzulotsen, wo ich ihn hinhaben möchte. So. Da kommt ein Deckel drauf, da machen wir zu. Er sollte dann nicht entkommen können. Komm her. Greif den Villager an. Wieso greifst du ihn nicht an, weil er den anderen sehen kann, ne? Warte. So, jetzt kann er den anderen nicht mehr sehen. Perfekt. Oh, nein, da soll er bleiben. Ich will ihn gerne hier wieder hinlocken. Ja, perfekt. Gut. Jetzt komm hier hin. Genial! Hat ja flüssiger geklappt, als ich jetzt erstmal erwartet hätte. Aber wir wollen den Tag nicht vor dem Abend loben, ne? Leider einen Trank verschwendet im Endeffekt, aber komm, was soll der Geiz? Genauso wie ein Goldapfel, aber das ist jetzt nicht das Ende der Welt. So, du nimm das hier.
Gut, das hat ihn getroffen. Perfekt. Okay. Wir schmeißen auch die ganzen Gedönse weg, würde ich sagen. Die ein bisschen Ordnung machen. Ich meine, die ganzen Hose und so weiter. Soll ich die aufheben? Wahrscheinlich nein, aber ich bin... Ne? Ich fühle mich da irgendwie jetzt ökonomisch belastet, deswegen... Deswegen schmeiße ich die nicht weg. So, in der Zwischenzeit können wir an unserem Haus weiterarbeiten. Jetzt muss ich mir überlegen, wo ich hier am besten eine Treppe reinbauen würde. Und dann muss ich da vielleicht dann zubauen. Das wäre hier wahrscheinlich, ne? Vielleicht wäre das die beste Stelle für eine Treppe. Ich habe meine Blöcke vergessen, weil ich dumm bin. So, das heißt, die beiden Fenster gehen weg. Hier machen wir so und dann kann da eine Treppe hin. Hier machen wir so für den Eingang. Er lebt noch, alles nice. Ich würde auch gerade nochmal eine Runde ernten gehen. Weißt du, was mir gerade noch so auffällt? Wir machen gerade mal so. Haben wir da Efficiency 3 drauf. Geht das dann instant? Nee, ne? Fast. Nicht ganz, leider. Ich glaube, Efficiency 4 brauchen wir. Aber das ist ja kein Problem mehr, weil wir können ja dann beim nächsten Mal, wenn der Villager geheilt ist, können wir ja dann die Efficiency 2 Spitzhacken oder nicht Spitzhacken, sondern Äxte. Können wir für einen Emerald oder so kaufen. Vielleicht auch nicht für einen, dann muss ich den nochmal infizieren. Naja, wenn es relativ günstig ist, dann mache ich nicht normal, dann warte ich bis zum, ne, bis es sich lohnt. Aber dann kaufe ich die halt für, keine Ahnung, 5 Emeralds oder was. Und dann ist gut. Kann auch mal funktionieren wie geplant. Da hast du allerdings recht. Das ist ein neue Dinger ran. Perfekt. Der ist immer noch am Shaken. Okay, warte mal. Ich guck mal gerade. Daraus kann man Treppen machen. Ja, perfekt. Okay, eine Sekunde. Ja. Doch. Sollte mit Treppen gut aussehen. Oder? Doch. Und dann hier. Ah. Das ist die Frage. Soll ich das da auch machen? Das ausgewachsene Zuckerrohr triggert dich. Nein, das ist noch nicht zu Ende. Soll ich es mal abbauen gehen? Ich glaube, oder? Mich die unaufgeräumte Kiste. Ja, komm, Alter. Ihr meckert aber auch alle auf ganz hohem Niveau, ne? Da fällt ein bisschen was in den Fluss, aber komm. Was soll der Geiz? Die unaufgeräumte Kiste wird gelöst, wenn wir in unser Haus einziehen. Die Frage ist nur,
Vielleicht wäre das schöner, wenn ich das um eins kürzer mache, ne? Ich würde es um eins kürzer machen. Ich glaube, mit einem einen breiten Fenster ist besser. Das heißt, wir gehen gerade mal hin. Und reißen den ganzen Lachs wieder raus. Zu viel Genugtuung. Ja, ne? Wenn sich hier die Leute die ganze Zeit beschweren, muss ich mich auch mal über irgendwas freuen dürfen. So. Dann wäre es aber vielleicht geiler. Warte mal, wenn ich hier so machen würde. Ist das besser oder mit einem Slab vielleicht? Ich glaube, mit einem Slab wäre geiler. Ey! Preise? Was? Da ein bisschen Geld abheben. Ja, weißt du was? Ich würde auch gerne vielleicht noch ein paar Karotten holen. So. Wieso willst du mit mir nicht weiter traden, du Arschkeks? Naja, egal, komm. Alter, was ist denn hier mit der Musik kaputt die ganze Zeit? So. Ich nenne es einfach mal Brrrt. So. Mal gucken, ob es auch Brrrt macht oder nicht so. Nee, muss es Efficiency 5 haben? Oh, es macht nicht Brrrt, es ist belastend. Efficiency 4 reicht nicht. Das ist frech. Naja, es ist besser als davor, aber na, wobei es ist kaum merk. Man spürt es nicht wirklich, ne, den Unterschied. Okay, wir brauchen noch mehr Äxte. So, die Sonne geht unter. Ich bin damit relativ zufrieden, so bis jetzt. Warte mal, wobei, wenn ich hier, ne? Kann ich, warte mal. Wenn ich so mache, kann ich dann hingehen und die so machen und das dann wieder wegmachen? Ne, ne? Das ist belastend. Ich hätte es gerne geschlossen von hinten her. Naja, mal gucken. Vielleicht ändere ich das. Wir werden sehen. Ja, die Frage ist jetzt, wie ich am besten da weiterbaue, wenn ich da... Müsste die Treppe ja da irgendwie hinmachen, ne? Ich würde die Treppe jetzt erstmal machen gerade. Habe ich noch Holz?